Hallo und danke, dass Sie ein weiteres Qualitätsprodukt von Bestway gekauft haben. In den nächsten Minuten zeigen wir Ihnen die Aufstellung und die Wartung Ihres neuen Fastset-Pools. Bitte beachten Sie, dass dieses Video als Ergänzung zum Bedienerhandbuch gedacht ist und dass es dieses nicht ersetzt. Bitte beachten Sie die Warn- und Sicherheitsweise im Handbuch und bitten Sie Ihren Poolhändler um Informationen zur Wasseraufbereitung für Ihren Pool. Der wichtigste Schritt bei der Aufstellung Ihres Pools ist die Wahl einer festen, ebenen Aufstellfläche. Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von Schmutz und scharfkantigen Gegenständen ist. Nehmen Sie auf das gedruckte Handbuch Bezug, um sicherzustellen, dass alle Bauteile in der Packung enthalten sind. Bitte beachten, Bestway bietet viele verschiedene Produktkombinationen an und nicht alle, die in diesem Video behandelt werden, sind auf Ihr Produkt anwendbar. Bitte nehmen Sie auf die Verpackung Bezug, um festzustellen, welche Zubehörartikel Ihr Pool umfasst. Bitte legen Sie die Bodenplane im ausgewählten Bereich aus, falls sie mit Ihrem Pool geliefert wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass um den Pool herum genügend Freiraum bleibt. Legen Sie den Pool in der Mitte der Bodenplane aus. Überprüfen Sie, ob die Ein- und Auslassventile richtig positioniert worden sind. Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil fest verschlossen ist. Setzen Sie die Stopfen in das Einlassventil und das Auslassventil ein, um das Auslaufen des Wassers während des Füllens zu vermeiden. Die folgenden Informationen beziehen sich auf Pools mit Filterpumpen für 5,7 Kubikmeter. Schrauben Sie zum Anschließen des Verbindungsventils das Sieb auf den Siebanschluss auf. Setzen Sie das montierte Sieb von der Innenseite des Pools in das Ventil des Pools ein. Setzen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Kunststoffschlüssel an. Ziehen Sie dann den Ventilkörper von Hand auf dem Sieb fest. Stellen Sie sicher, dass das Ventil geschlossen ist. Pumpen Sie jetzt den oberen Ring des Pools auf. In diesem Beispiel benutzen wir die Bestway Sidewinder, eine leistungsstarke Pumpe, die speziell zum schnellen Aufpumpen entwickelt wurde. Schließen Sie das Ventil, wenn der obere Ring aufgepumpt ist. Jetzt können Sie anfangen, Ihren Pool mit Wasser aufzufüllen. Ziehen Sie alle Falten glatt, nachdem Sie einige Zentimeter Wasser in den Pool eingefüllt haben. Gehen Sie dabei von der Mitte nach außen vor. Dies ist wichtig für den richtigen Stand und eine lange Lebensdauer des Pools. Es ist ganz einfach. Wenn Sie den Splash and Play zu 80% mit Wasser gefüllt haben, steht dem Sommervergnügen nichts mehr im Wege. Kunden mit Poolpaketen, die Pool-Accessoires von Bestway und Filterpumpen enthalten, werden auf den nächsten Abschnitt verwiesen. Kunden ohne Filterpumpe sollten beachten, das Wasser des Pools sollte ständig gereinigt werden. Dazu empfehlen wir den Erwerb einer Flow-Clear-Filterpumpe von Bestway, um das Poolwasser sauber zu halten und um eine längere Lebenszeit zu erzielen. Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Montage von Filterpumpen für 1,1, 1,9 und 3,8 Kubikmeter. Überprüfen Sie zuerst die Filterkartusche und stellen Sie sicher, dass Sie überprüfen Sie vor dem Schließen der Pumpe, ob die Dichtung der Filterkappe eingesetzt ist. Schließen Sie den Schlauch an den Filter an und ziehen Sie die Schlauchklemmen fest. Schließen Sie jetzt die Schläuche an den Pool an. Stellen Sie sicher, dass der jeweilige Schlauch am richtigen Anschluss der Filterpumpe und des Pools angebracht ist. Entfernen Sie die Stopfen von der Innenseite. So kann das Wasser zur Filterpumpe fließen. Bewahren Sie die Stopfen für die Wartung der Pumpe auf. Setzen Sie den Schmutzfilter in das Einlassventil und das Auslassventil des Pools ein. Ziehen Sie die Schlauchklemmen fest, wenn die Schläuche und die Schmutzfilter in Position sind. Bitte beachten Sie, einige Bestway Pools werden mit Flügelmutter Schlauchklemmen ausgeliefert. In diesem Fall einfach diese fest zudrehen. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil, um die Luft aus dem System abzulassen. Anweisung für Filterpumpe mit Produktnummer 58112 oder 58113. Schließen Sie das Netzanschlusskabel an den Transformatorausgang an und schrauben Sie die Kappe in Position.
Ihre Pumpe ist nun einsatzbereit. Stecken Sie sie einfach in eine Steckdose mit Erdung ein. Warnung: Benutzen Sie die Filterpumpe nicht, wenn der Pool benutzt wird. Sie sollten die Filterpumpe alle 2 Wochen reinigen und warten. Unterbrechen Sie zuerst die Stromversorgung der Filterpumpe. Ersetzen Sie dann die Schmutzfilter durch die Stopfen, um zu verhindern, dass das Wasser in die Pumpe fließt. Entfernen Sie die Filterkartusche und spülen Sie sie aus. Es wird empfohlen, die Filterkartusche alle 2 Wochen zu ersetzen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler über Ersatzfilter. Beim Ersetzen der Filterkartusche muss sichergestellt werden, dass diese in der Pumpe zentriert wird. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung der Filterkappe eingesetzt ist und schließen Sie die Filterpumpe. Ersetzen Sie dann die Stopfen durch die Schmutzfilter, so dass das Wasser in die Pumpe fließt. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil, um die Luft aus dem System abzulassen. Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Montage von Filterpumpen für 7,3 Kubikmeter. Prüfen Sie zuerst die Filterkartusche und stellen Sie sicher, dass sie in der Filterpumpe zentriert ist. Überprüfen Sie vor dem Schließen der Filterpumpe, ob die Dichtung der Filterkappe eingesetzt ist. Schließen Sie jetzt die Schläuche an den Pool und an den Filter an und stellen Sie sicher, dass der jeweilige Schlauch am richtigen Anschluss der Filterpumpe und des Pools angebracht wird. A an A und B an B. Schrauben Sie die Gewinderinge in Position. Öffnen Sie das Verbindungsventil, jetzt fließt das Wasser zur Filterpumpe. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil, um die Luft aus dem System abzulassen. Ihre Pumpe ist nun einsatzbereit. Stecken Sie sie einfach in einen Stromanschluss mit Erdung. Warnung: Zur Vermeidung der Gefahr von elektrischen Schlägen darf die Filterpumpe nie in Betrieb genommen werden, wenn Personen im Pool sind. Sie sollten die Filterpumpe alle 2 Wochen reinigen und warten. Unterbrechen Sie zuerst die Stromversorgung der Pumpe. Schließen Sie dann das Anschlussventil, um zu verhindern, dass das Wasser in die Pumpe fließt. Entfernen Sie die Filterkartusche und spülen Sie diese aus. Die Filterkartusche muss ersetzt werden, wenn sie verschmutzt und verfärbt ist. Wir empfehlen, den Filter alle 2 Wochen zu ersetzen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler über Ersatzfilter. Beim Ersetzen der Filterkartusche muss sichergestellt werden, dass sie in der Pumpe zentriert ist. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung der Filterkappe eingesetzt ist und schließen Sie die Pumpe. Öffnen Sie dann das Anschlussventil, sodass das Wasser in die Pumpe fließt. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil, um die Luft aus dem System abzulassen. Montage der Leiter. Beginnen Sie bei der Montage der Stufen mit dem Streberohr A und stellen Sie sicher, dass das Bein nach außen gebogen ist. Richten Sie die Stufen aus, schieben Sie den Halterungsbügel in Position und stecken Sie die Flöcke vollständig ein. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile nach oben wachsen. Fahren Sie mit den weiteren Schritten fort und stellen Sie sicher, dass A immer auf A weist und B immer auf B. Bringen Sie die beiden Pfosten an einem der unteren Teile an, wenn diese fertiggestellt sind. Stellen Sie sicher, dass Warnaufkleber zur Außenseite der Pfosten weisen. Bringen Sie dann die gebogenen Handläufe an und setzen die Schrauben ein, ohne sie festzuziehen. Bringen Sie die restlichen Komponenten an und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest. Überprüfen Sie die Stabilität der Leiter. Falls Sie eine 121 cm Leiter erworben haben, folgen Sie den folgenden Schritten, um die Beine zusammenzubauen, und dann setzen Sie die Plattform ein, indem Sie die Schrauben hineinstecken, diese aber noch nicht festdrehen. Als nächstes fügen Sie die gebogenen Handgriffe ein und setzen die Schrauben ein, wiederum diese nicht festschrauben. Verbinden Sie die verbleibenden Beine und drehen Sie alle Schrauben fest. Bitte beachten Sie: Beziehen Sie sich auf die gedruckte Bedienungsanleitung,
wie und wo das passende Werkzeug zu verwenden ist. Reinigung und Wartung Ihres Pools. Einige Bestway-Pools werden mit einer Poolabdeckung geliefert, die immer verwendet werden sollte, wenn der Pool nicht benutzt wird, um das Wasser sauber zu halten. Einige Bestway-Pools werden mit einem universellen Pool-Wartungsset geliefert. Lassen Sie für die Montage des Wartungssets einfach die Federstifte in die vorgebohrten Löcher einrasten. Nachdem die Stange montiert ist, können Sie den Absaugknopf installieren, um den Schmutz von der Wasseroberfläche abzusaugen. Verwenden Sie den Poolabsauger mit Ihrem Gartenschlauch zum Reinigen der Wände und des Grundes. Das fließende Wasser erzeugt das Vakuum, das den Schmutz in den Auffangsack saugt. Entfernen Sie nach dem Reinigen Ihres Pools den Auffangsack. Einige Bestway-Pools werden mit einem Chemikalienfluter geliefert. Alle Bestway-Pools verlangen nach dem Einsatz von Pool-Chemikalien. Fragen Sie Ihren Poolhändler vor Ort nach den geeigneten Chemikalien für die Wasseraufbereitung. Einige Bestway-Pools werden mit einem Pool-Wartungskit Deluxe geliefert. Beim Einsatz der Filterpumpe kann der Pool-Wartungskit Deluxe sowohl zum Absaugen von Schmutz von der Oberfläche des Wassers, auch als leistungsstarker Poolsauger zum Reinigen der Poolfolie eingesetzt werden. Montieren Sie zuerst den Haken, indem Sie die verstellbare Stange in den verstellbaren Anschluss einstecken. Schließen Sie den Haken an den Körper des Oberflächensaugers an. Schließen Sie den Schlauch an den Boden des Körpers des Reinigers an und bringen Sie den Haken an der Wand des Pools an. Stellen Sie sicher, dass sich der Absauger in der Nähe des Auslassventils befindet. Für Pools mit Anschlussventilen. Entfernen Sie das Sieb. Für Pools mit Stopfen entfernen Sie den Stopfen oder das Sieb von der Innenseite des Pools und setzen Sie den Schlauchadapter ein. Setzen Sie für den Betrieb des Absaugers den Schwimmer in den Körper des Absaugers ein und stellen Sie die Position des Absaugers so ein, dass die Oberkante des Schwimmers sich parallel zur Wasseroberfläche befindet. Schalten Sie die Filterpumpe ein, um den Absauger in Betrieb zu nehmen. Entfernen Sie zur Reinigung des Absaugers den Schwimmer und entfernen Sie den Schmutz. Montieren Sie für die Benutzung des Poolsaugers die Komponenten, setzen Sie den Schmutzbeutel in den Körper des Poolsaugers ein und ziehen Sie die Kappe an. Setzen Sie den Sack des Poolsaugers in den Körper des Absaugers ein und schrauben Sie ihn in Position. Schließen Sie jetzt den Poolsaugerkopf an den Pool an. Stellen Sie sicher, dass die Federstifte richtig einrasten. Schließen Sie den Saugschlauch an den Poolsaugerknopf und den Schlauchanschluss an. Ziehen Sie die Schlauchklemmen an. Legen Sie den Schlauch in den Pool und füllen Sie ihn mit Wasser. Schließen Sie den Anschluss an die Kappe des Poolsaugers an. Schalten Sie die Filterpumpe ein, um den Poolsauger in Betrieb zu nehmen. Drehen Sie zur Einstellung der gewünschten Länge der Stange die Griffe. Drehen Sie die Griffe, um die Stange erneut zu blockieren. Schalten Sie die Filterpumpe nach dem Absaugen der Poolfolie ab und entfernen Sie den Schmutz aus dem Auffangsack. Schließen Sie zum Ablassen des Wassers aus Ihrem Pool einfach Ihren Gartenschlauch an den mitgelieferten Adapter an. Belegen Sie das andere Ende des Schlauches an einen Abfluss. Schrauben Sie die Abdeckung des Auslassventils ab und den Adapter in das Ventil ein. Dadurch wird das Ventil geöffnet und das Wasser fließt ab. Trocknen Sie den Bereich, falls eine Reparatur erforderlich ist. Entfernen Sie die Folie von der Rückseite des Flickens und bringen Sie ihn auf der beschädigten Stelle an. Glätten Sie die Oberfläche und entfernen Sie alle Luftblasen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Pool am Ende der Saison sowie alle sonstigen Komponenten vor der Lagerung gründlich reinigen und trocknen. Zum Trocknen der Filterpumpe und der Schläuche empfehlen wir den Einsatz eines Allzwecksaugers. Streichen Sie die Dichtung der Filterkappe mit Vaseline ein, um eine längere Haltbarkeit zu erreichen. Lagern Sie den Pool und die anderen Komponenten an einem warmen und trockenen Ort. Diese einfachen Schritte gewährleisten eine lange Lebensdauer Ihres Bestway-Pools. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.bestway-service.com oder wenden Sie sich an Ihre Free-Call-Nummer Ihrer Region, falls Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.